Hallo, hier bin ich mal wieder. Und da es ja gerade autotechnisch bei uns ein bisschen schwierig ist und wir deshalb nicht zum Springtraining kommen, trainiere ich natürlich fleißig zu Hause und dachte, ich filme euch das auch mal ein bisschen mit und zeige euch vor allem Gangster, denn den habe ich euch ja noch nicht so oft gezeigt. Ich habe bewusst jetzt auch die schlechten Sequenzen drin gelassen, zum Beispiel ist dieser erste Parcours hier grauenvoll geritten, finde ich von mir, aber einfach auch, damit ich euch die Veränderung erklären kann. Ich finde es manchmal ziemlich schwierig oder oft ziemlich schwierig, alleine zu trainieren, weil ich keinen Trainer habe, der in der Mitte steht und sagt, das war schlecht, mach das mehr oder reagiere so, sondern mir selber überlegen muss. Warum funktioniert das gerade nicht? Warum komme ich nicht passend dran? Warum rennt er mir vielleicht an Sprüngen vorbei? Was kann ich ändern? Und ich muss für mich selber überlegen, wie mache ich es? Und ich habe mir gedacht, ich kommentiere euch das so ein bisschen, dann merkt ihr das vielleicht auch. Also zum Beispiel hier, ich habe keine Ahnung, warum ich es nicht erkannt habe, aber ich bin gerade gefühlt eine halbe Bahn im Außengalopp galoppiert und wundere mich jetzt, warum ich dann überraschenderweise nicht zum zweiten hinkomme. Jetzt bin ich aber dann wenigstens im Handgalopp. Das Grundtempo ist aber immer noch sehr, sehr schnarchig. Ich hätte ihn mehr vorwärts reiten müssen. Hab viel zu viel gezögert und gewartet, dass er das dann jetzt mal macht. Er ist jetzt dann auch darüber gesprungen, aber es war mehr so ein Häschensprung, so ein in der Luft Gehebe. Und mein Trainer würde sagen, er stand ganz schön in der Luft. Ich hätte also viel, viel mehr vorwärts reiten müssen. Jetzt war er gerade schon wieder im Außengalopp. Und weniger halten müssen, weniger warten müssen, sondern mehr vorwärts reiten müssen und sagen müssen, so, jetzt springen wir. Und dann arbeitet er eigentlich auch ziemlich gut mit. Jetzt kommt hier nochmal die Kombination vor uns mit weiß und blauem Oxer und ich glaube, da rennt er mir jetzt gleich auch nochmal vorbei. Jetzt könnt ihr es gut sehen. Zack. Und ich warte. Warum gehe ich nicht ran mit dem Bein? Immer wenn ich mir sowas dann angucke, denke ich mir so, sei doch mit dem äußeren Schenkel dran und reite. Aber dafür ist Training ja da, dass man Fehler macht und davon dann auch lernt. Denn beim Turnier hat man eben nicht noch 10.000 Chancen, sondern nur eine. So, und jetzt seht ihr, zack, und Bein und hui, das Pferd kann auch springen. Also deswegen ist Gangster so gut für mich, weil ich immer wieder an meine eigenen Grenzen komme und mich immer wieder fragen muss, warum macht er das jetzt plötzlich nicht, wo er das doch eigentlich im Schlaf rückwärts kann. Und natürlich liegen die Fehler bei mir, das ist mir dann auch klar. Und dann muss ich für mich selber reflektieren, okay, was kann ich besser machen? Und jetzt seht ihr gleich den gleichen Parcours nochmal. Also ich habe dann kurz Schrittpause gemacht und bin dann den gleichen Parcours nochmal gesprungen und der ist um Klassen besser. Und es fängt schon einfach damit an, dass ich jetzt hier schon beim Losreiten einfach darauf achte, ein schönes Grundtempo zu haben, dass ich ihm wirklich vorwärts reite und nicht nur drauf sitze und glücklich bin, dass er galoppiert, sondern wirklich reite. Und deswegen ist das einfach auch ein viel runderer Ritt. So, gut drüber gekommen, schön im Handgalopp gelandet. Ich weiß schon immer gar nicht, wo ich lang muss. Ach doch, jetzt von unten die Holzbank. Ihr seht, wir sind sehr kreativ in unserer Sprüngeaufbauung, denn wir haben nicht so viele Sprünge und Springstände. Aber ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man zum Beispiel da mal über so eine Bank springt, denn auch auf dem Turnier. Und jetzt fliegender Galoppwechsel. Habt ihr das gesehen? Das kann er eigentlich nicht, aber er hat es gemacht. Ja, hier Kombination war mein Fehler, unpassend reingekommen und er ist noch nicht erfahren genug, um es dann zu retten ohne meine Hilfe, deswegen unpassend wieder rausgekommen, aber nicht so schlimm. Auf jeden Fall finde ich das nicht schlimm, wenn da so bunte Sprünge sind, die irgendwie interessant zusammengebaut sind, weil auf dem Turnier begegnen die auch Sprünge, die mit Blümchen verschönert sind und was weiß ich was und deswegen finde ich schon, dass er das auch abkönnen muss und das kann er ja auch ziemlich gut. Also diese Runde fand ich jetzt echt schön, klar gibt es auch da immer noch ziemlich viele Fehler, aber im Vergleich zur ersten Runde fand ich es um Klassen besser, einfach weil ich mehr vorwärts geritten bin, dominanter geritten bin und nicht nur drauf gesessen habe und gewartet habe, dass er mich da durchrettet, denn das ist ja ein Teamsport und nicht er macht alles. Jetzt bin ich die Kombination dann nochmal einzeln gesprungen. Ich wollte ihn jetzt nicht so mega auspowern, deswegen habe ich dann einfach gesagt, okay, ich mache die Kombination jetzt noch so zweimal. Okay. Einfach um für mich auch zu sagen, okay, gut, jetzt sind wir da auch fehlerfrei durchgekommen und das hat er dann eigentlich auch richtig schön gemacht. Also da ist er auch schön auf meine Hilfe gegangen. Ihr seht, manchmal hebt er noch den Kopf ganz schön nach oben raus. Da arbeiten wir noch dran, das ist das Zusammenspiel der Hilfen, zu viel Zügel, zu wenig Schenkel, aber wir arbeiten dran. So, jetzt seht ihr einen anderen Tag, das Wetter war viel besser. Genau, ich bin ihn erstmal eingesprungen, also das ist jetzt schon ein kleiner Parcours gewesen in Anführungsstrichen. Ich bin natürlich davor auch richtig eingesprungen. Und heute haben wir, also da an dem Tag haben wir ein bisschen an der Höhe gearbeitet, weil ich einfach mal gucken wollte, wie weit traue ich mich denn, wie weit kommt das kleine Pony denn. Und da war ich wirklich begeistert. Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen so ein Schisser, was Höhe angeht, da ich auch einfach schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Höhen und oft den Boden geküsst habe. Aber Gangster macht es mit so einer Leichtigkeit, der coole Tonnensprung. Dass das dann irgendwie, keine Ahnung, ich hatte einfach das Gefühl, wir können das und wir können fliegen. Und das war für mich auch total schön. Und hier habe ich so ein bisschen verkackt. Das darf man bestimmt nicht sagen. Aber das war so das erste Mal, dass wir den angeritten sind und der sah doch ganz schön hoch raus. Und dann habe ich ein bisschen zu wenig getrieben und er ist einfach trotzdem gesprungen. Und ich dachte so, okay, danke Pferd, dass du mich gerettet hast. Also wir werden immer mehr zu einem Team und das freut mich auch total, dass er einfach auch immer mehr, dass er mich in solchen Situationen dann nicht alleine lässt, sondern trotzdem springt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, was so diese Turniersaison bringt. Weil dieses Pony hat echt ganz schöne Sprungfedern unterm Po und das noch mit einem wirklich noch relativ unerfahrenen Springreiter drauf. Ich will gar nicht wissen, wie der...
wieder laufen kann, wenn da einer drauf hockt, der das wirklich kann. Wir haben natürlich noch ein paar Probleme mit Handgalopp, aber da üben wir fleißig weiter. Naja, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick zeigen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr sie findet und wie ihr so eure Pferde trainiert, ob ihr nur mit Trainer springt oder alleine. Und ja, dieser Sprung war am Anfang auch ziemlich gefährlich. Aber ich finde es irgendwie wichtig, euch auch zu zeigen, dass manche Sachen nicht gut klappen, weil ich fände es irgendwie dumm oder unrealistisch, sage ich jetzt mal, immer nur zu zeigen, was alles toll klappt und so zu tun, als wären wir irgendwie perfekt, weil wir sind weit, weit, weit von perfekt entfernt. Aber ich finde, das macht es ja umso schöner, sich Sachen zu erarbeiten und dann wirklich sagen zu können, hey, von einem halben Jahr hätte das noch nicht geklappt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch und dann seht ihr mich am Dienstag wieder. Tschüss!